Es gibt eine Sache, die höre ich immer wieder über dich, dass du nämlich Beziehungsexpertin bist. Ja, bin ich. Und deswegen habe ich was ganz Spezielles für dich vorbereitet. Eine Game Show. Okay. Dieses Quiz heißt DQFDJPKZMH. Und du fragst dich natürlich, was bedeutet DQFDJPKZMH? Und auch das Publikum fragt sich, was bedeutet DQFDJPKZMH? Und ich erkläre euch gerne, was DQFDJPKZMH bedeutet. Nämlich das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte. Das spielen wir jetzt. Komm mal drüber. Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte. So, Verona, unser heutiges Quiz dreht sich um Pärchen. Folgendes wird gleich passieren. Gleich werden 12 Herrschaften hier reinkommen. 6 auf die Seite, 6 auf die Seite. Und du musst jeweils bestimmen, wer ist mit wem zusammen. Und für jede richtige Antwort bekommst du einen Punkt. Sind die wirklich zusammen oder? Wallahi billahi mit Zertifikat. Okay. Voll. Bist du bereit? Ja. Legen wir los. Sowas. Hier sind unsere Pärchen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Einfach gerne durchmarschieren. Okay, oder mit Handshake. Hallo. So, alle sind bereit für Deko, FDJ, PKZMH. So, die Herrschaften, gerne die Schildchen ein bisschen höher halten, so wie als wenn ihr gerade festgenommen wurdet. Ich glaube, ich bin der Einzige, der weiß, wie das ist. Ne? Okay, alles klar. Kandidatin Nummer 1 ist hier die Dame mit der 6 vor sich. Und mit wem ist sie zusammen? So, dann suchen wir mal jemanden dazu. Wer hat eine sportliche, ungeschminkte Frau, gute Laune, ne, junger Mann, du bist ein bisschen zu jung. Nicht, dass du jetzt zu alt bist, aber du bist nicht der Richtige. Du bist geschminkt, aber ihr seid auch kein Pärchen. Nein, das glaube ich nicht. Du da oben, du wirst immer roter und roter. Heißt das eigentlich röter? Also das wäre ja auch ein Indiz. Ja, na, nee, du bist so Sissi-Top-mäßig unterwegs. Also ich würde sagen, der junge Mann, da schlägt das Herz durchs T-Shirt. Das spüre ich bis hierhin. Ja? Du gehörst da... Na? Du guckst so eifersüchtig. Guck mal, wie süß. Ey, so analytisch ging es hier noch nie zu, ohne Scheiße. Ja, ja, es ist, weil er hat eifersüchtig geguckt. Er hat eifersüchtig geguckt, ja. Okay. Dann, Verona, komm gerne wieder zurück auf deine Position. So, dann würde ich bitten, die beiden sind eingeloggt. Einmal die Nummer 6, einmal die Nummer 12. Gerne hier in die Mitte vor mich. Denn jetzt kommt was ganz Besonderes, nämlich der Beweiskuss. Nein, es gibt keinen Beweiskuss, denn die Antwort ist leider falsch, liebe Verona. Du warst so nah dran. Ja, weil er so schön nah dran, denn jetzt möge ist. Bitte der Partner von Nadine hier vor uns treten. Nein, ich hab's. Es ist das rote Gesicht, tatsächlich. Das ist nämlich der Florian und er zeigt uns bitte den Beweiskuss. Wow. Die beiden sind ein Paar. Ihr habt ja einen ganz, ganz besonderen Heiratsantrag, ihr beiden, gehabt. Nämlich auf diese Art und Weise, mogs mir heiraten. Das mit der Grammatik müssen wir noch ein bisschen üben. Aber süß. Süß. Ist süß. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mir da eine sehr neue Technik ausgeliehen, eine Sämaschine, und habe dann im Endeffekt die Bereiche, die wir jetzt lesen, kauf Freilauer beim Säen. Und was hast du gesagt? Ja, freilich ja. Ja, freilich ja. Freilich. Also die verliebten Turteldaumen, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Dankeschön. Verona, ich bin sehr gespannt, wie du das nächste zuordnen wirst. Ja. Und das nächste Paar besteht zum einen aus der Nummer 1. Das ist der Flo, so viel darf ich verraten. Der Flo. Und was denkst du, mit wem Flo zusammen ist? Jetzt wird's spannend. Also ich denke, dass du dir den geschnappt hast, den Flo. Also? Da, du bist es. Sie ist es? Die Nummer 11? Sie ist es. Sie ist es. Legst dich fest? Sie ist es. Wer jetzt? Sie. Sag eine Zahl. Die 7. Ich weiß, du bist nicht gut mit Zahlen. Die 7. Die 7 ist die 7? Alles klar. Okay, die 7 ist eingeloggt. Dann mögt ihr beiden bitte vortreten. Oh, ich zum bin berüchtigten Beweiskuss. Und den bitte jetzt. Und das geht schnell, Verona. Du hast gut. Yes. Du hast einen Wahnsinn. Ja, doch. Das passt irgendwie. Flo, weißt du noch, wo ihr euch kennengelernt habt? Ja, bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr? Hat es gebrannt oder? Nee, wir sind beide Feuerwehrleute. Wir haben uns bei der Feuerwehr kennengelernt und er musste noch spülen. Und ich war jung, brauchte das Geld und habe für 10 Euro für ihn gespült. Er hat dir 10 Euro gegeben, damit du bei ihm spülst. Ja. 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 Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Super süß. Was? Oh, ist heftig. Du bist immer auf der richtigen Fährte. Du bist immer auf der richtigen Fährte. Mal schauen, ob du auch in diesem Fall auf der richtigen Fährte bist. Okay, ich gebe mir Mühe. So, die Nummer 3. Das ist der Kevin. Der Kevin. Irgendwie, glaube ich, ist das so jemand, der sucht auch oder
seine Traumvorstellung war immer irgendwie ein tolles Mädel und dafür wird er auch eine ganze Menge machen. Und so eine steht da ja irgendwie. Auf der anderen Seite, finde ich, hat der Kevin lange über seine Jugend nachgedacht, war mal mit so einer hübschen Blonden zusammen und hat dann wieder gesagt, warum eigentlich nicht was Kräftigeres, Muskulöseres, und hat dann hier seine große Liebe gefunden. Also, bitte legst schön. Du dich fest? So war's. Oh, schön, wie schön du das alles anmoderierst. Okay, also legst du dich fest, die 3 und die 12? Ja, die haben sich lieb gewonnen. Wow, crazy. Crazy Moment. Bitte den Beweiskuss jetzt. Guck mal, die können es schon kaum abwarten. Die können es schon kaum abwarten, die beiden. Kevin, weißt du noch, wo ihr beiden euch kennengelernt habt? Ja, ganz klassisch im Internet tatsächlich. Ach echt? Und wer hat den angeschrieben? Er, mich. Er, dich? Was hat er geschrieben? Oh Gott, das war so ein langer Text. Also das war bestimmt, also es war ordentlich was richtig, zu lesen. War das emotional? Ja, schon. Du siehst süß also, aus, du gefällst mir. Gehst ja, so, mir, so wir uns ähnlich. Mal treffen? Ich habe 10 Euro, ich habe noch dreckiges Geschirr drauf zu Hause stehen. Nee, so leider nicht. Wahnsinn, wir haben ja auch ein süßes Bild von den beiden. Ja. Oder ist das nicht herzzerreißend? Riesen Applaus für dieses tolle Paar. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Dankeschön. So. Wow. Verona, du hast 2 Punkte. Mhm. Fantastisch, fantastisch. Du hast 2 Punkte und jetzt hast du die Chance, den 3. Punkt zu holen. Die Nummer 5, der Daniel. Mhm. Was denkst du, mit wem Daniel zusammen ist, nachdem du jetzt eine komplett andere... Zeig dir deine Fußsohle, Bruder, damit sie auch ja, alles sehen kann. Schuh. Was sagst du denn zu seiner engen Hose? So eine Thrombose-Jeans wird dir auch mir bestimmt stehen. Naja, wer im Glashaus ist, sollte nicht mit Stein werfen. Aber der Daniel... Ja, der sieht ganz fesch aus, der ist hübsch, der hat so ein Gesicht, den finden Mädchen und Jungs gut. Ne? Das ist so ein Filipino-Gesicht, das ist immer so süß, die Mandelaugen. Guck mal, wenn ich dich angucke, denke ich so als 19-Jährige, oh, wie komme ich nach Hause? Und da denke ich, oh, ist das süß, oh, ist das süß. Der hat so schöne Mandelaugen. Aber ich bin ja nicht 16. Ich würde sagen, die Nummer 9 und die Nummer 5 haben sich ganz lieb. Ja, die Nummer 9 und die Nummer 5? Ja. Okay. Okay. Verona, kannst du gerne wieder auf deine Position kommen? Oh, so. Guck mal, die beiden haben es eilig. Ja. Ja, Bruder, du machst alles richtig. Nein! Beweiskuss, bitte jetzt! Nein, leider aber nicht! Schau doch mal, die leider Hose nicht. Und ja, die auch wenn Jeans. Das, ja, die können jetzt nicht dir zuliebe ein Paar werden. Du kannst gerne wieder zurück in deine Position gehen. Und jetzt möge bitte die Person, die mit Daniel zusammengekommen ist, hier vortreten. Und oh. Das ist nicht die Daniela, sondern die Ria. Ja, ich dachte Ria, bitte so. Applaus für Ria. Gerne den Beweis kriegst. Pack drauf, gib ihm. Die sind einfach zu hübsch zusammen. Da habe ich gedacht, das geht so nicht. Das geht so nicht, nee. Das geht so nicht. Okay. Das geht so nicht. So, Ria, ihr habt euch, glaube ich, ihr seht aus, als hättet ihr euch beim Sport kennengelernt. Kann das sein? Das ist richtig. Bei was für einem Sport? Wir machen Leichtathletik, eher Speerwurf und ich mache Stabhochsprung. Stabhochsprung, das wäre auch genau mein Ding. Vielen Dank, ihr Lieben. Okay. Es bleibt bei 2 Punkten. Also, by the way, 3 Punkte sind der Rekord. Ne? Also, noch nie hat jemand hier 3 Punkte geschafft. Okay. So, und hier rechts ist die Nummer 2. Das ist die René. Zwei. Okay. Und jetzt darfst du spekulieren und erraten, mit wem sie zusammen ist. Rein optisch würde ich... Hipsterboy? Ja. Oder den alten Rowdy? Also ich glaube, wenn man rein optisch schnell entscheiden würde, würde man die 8 mit der 4 zusammenbringen und die 9 mit der 2. Wenn man aber ein bisschen länger schaut, guck mal, bei uns sieht man direkt, dass wir nie zusammengehören. Warum? Doch, also ich würde dich direkt mal mit rübernehmen. Und du gehörst jetzt hier mit der 9 das, zusammen. Das Geile ist, sie hat es einfach nicht gemerkt. Das ist eine jugendfreie Sendung. 9 und 2 sind zusammengeführt. Und den Beweiskurs bitte jetzt. Passiert das? Und es passiert! Es passiert! René und Lukas. Ja. René und Lukas. Funny Fact. René arbeitet hier bei uns. Das heißt, ich und René, wir kennen uns auch schon sehr lange. Und ich habe schon sehr viel von ihr erfahren, aber ihn lerne ich heute zum ersten Mal kennen. Ihr habt euch ja kennengelernt bei einem Dreh von Luke, ist das richtig? Das ist richtig. Krass, Alter, du hast einfach die Fernsehchicks abgecheckt. Auf jeden Fall. Läuft bei dir. Und was hast du, René, hat er eigentlich dich angesprochen?
Ich meine, du bist professionell, oder? Du hast bestimmt nicht rumgebaggert, oder? Ich habe ihn eingestellt. Ich musste mit ihm reden. Du musstest mit ihm reden. Alles klar. Bitte einen Riesenapplaus für René und Lukas. Vielen Dank. So, jetzt wird's Verona, schwer. Jetzt wird's schwer. Du hast 3 Punkte. Und jetzt wird's richtig tricky. Sie sind schon viel zu lange getrennt. Spürst du jetzt, das? Ja, ihr dürft jetzt dann könnt euch ihr, küssen. Ja, sie, wenn, tut es. Guck mal, das, was Verona sagt. Sie ist der Gast, sie ist küssen. Bruder, lass bitte die Hose an. Tut es! Da! Oh, yes! Siehst du, wusste ich doch. Da war eine gewisse Sehnsucht dahinter. Ne? Ich weiß, was du meinst. So, und was fällt denn bei den beiden auf? Bei den beiden? Ja. Was macht die beiden zu einem besonderen Paar? Ich glaube, die lassen gern so 5 gerade sein. Die sind nicht so gestresste Menschen, weißt du? Irgendwie, glaube ich, haben die so ein Ding laufen, so was Entspanntes. Also, es sieht so aus, oder nicht? Du siehst auch irgendwie wirklich, findest du nicht? So stelle ich mir jemanden vor. Also, wenn ich die beiden sehe, denke ich nicht an entspannt, sondern ich denke mir, er ist der coolste unter seinen Freunden. Weil, Mike, wie alt bist du? 53. 53? Selma, wie alt bist du? 20. 20! Er ist ihr Sugar Daddy! Sugar, das ist ja auch eine Dreistigkeit mal wieder von dir. Ey, Bruder. Mike, kannst du mir erzählen, wo du Selma kennengelernt hast? Ja, wir haben damals einen Maßnahmen gemacht. Ja. Erzähl uns davon, Mike. Die ist mir einfach über den Weg gelaufen. Die ist einfach über den Weg gelaufen? Ja. Okay, das ist deine Erinnerung? Selma. Woran kannst du dich erinnern? Ja, wir wohnen nur 250 Meter auseinander, also... Ihr wohnt nur 250 Meter auseinander? Ja. Und das ist dein Anspruch? Nein, aber da so läuft man sich mal über den Weg, ne? Okay, ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich ganz oft darauf angesprochen, so wie kommt das Alter, bla bla bla. Ich bin ja der Meinung, Alter, Liebe kennt kein Alter, gar keine Frage, da bin ich ganz bei euch. Was macht ihn aber in deinen Augen jung? Seine Art und seine Verrücktheit. Seine Verrücktheit? Ja. So, Mike, dann frage ich natürlich auch dich. Ups. Was liebst du so sehr an Selma? Alles. Das war süß. Ich glaube, auch so können. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Mike. Vielen Dank, liebe Selma. Dankeschön, dass ihr da wart. Süßes Paar. Süß. Und du hast 3 Punkte geknackt. Ja, ich sage es dir. 3 Punkte. Riesenapplaus bitte. Verona hat 3 Punkte. Rockin' Motherfucking Roll. Das muss man erstmal schaffen. Waren es jetzt 3 oder 4? 4. 4? Dann korrigier doch, Cousine. Ja. Du redest so viel, aber das sagst du nicht. Ich wollte auf 5 hinaus, wenn wir uns zusammentun. Du wolltest verhandeln. Nee, wenn wir uns zusammentun, dann kriegen wir einen 5. Punkt. Wenn wir uns da hinstellen und einmal küssen, dann kriege ich einen 5. Punkt. Komm. Tut ab. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier? Was hast du gegessen? Was ist hier? Was hast du gegessen? Erdbeere. Also, deine Lippen schmecken nach Erdbeere. Ja.